Herzlich willkommen zur 26. Folge 7 Multiplayer mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Nee, ist doch richtig. Okay. Kurzzeitige Panik. Ein Fehler gemacht. Jetzt war ich ein Fehler. Okay. Großen Fehler gemacht. Eventuell habe ich gerade aus Versehen meine Hauptstrecke vergessen. Na dann. Eventuell. Oh, die Pleuelschlange fliegt hier mal wieder durch die Gegend. Mal wieder ein richtiges gegeben. Es sind noch Fahrzeuge im Depot. Moment. Jetzt eine kleine Fahrzeuge. Ich würde mal fast sagen, der Passagierübergabebahnhof ist gleich voll. Na dann. Eventuell stehen da so 2.500 Leute, die nach mir wollen. Glückwunsch. Ja, mein Umbruch ist jetzt abgeschlossen. Passt jetzt alles. Nur das Ding hier angucken. Das hier. Diese fährt voll.
Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen einpendeln. 36%. Ich hatte voll. Hey. 95%. Ja, das ist lastig ins Geschichte, das mal einpendeln. Sagt dein Betriebsgewinn durch deinen Riesenumbau in Wayne? Letzter Monat 126.000, dieser 35. Ja, das ist was eine einzige Stadt ausmacht, ne? Naja, bisher ist der Monat aber auch erst ein Viertel gelaufen gefühlt. Das ist eine sehr interessante Geschichte, was du da bastelst. Weil ich das System noch nicht so ganz verstehe. Wie fahren die jetzt bei dir? Schräg. Ich weiß nicht, wie ich es besser umsetzen soll. Das heißt, du hast eine Linie, Rain und dann sozusagen den ersten Stang, dann HABF den zweiten Stang. Okay. Ich hatte erst überlegt, ob ich dann halt die hochfahren lasse und dann immer diese Zwischenstrecken runter. Das Problem ist dann bloß, dass ich nicht weiß, wie ich die zum Silberplatz zum Beispiel dann bekomme und so weiter und so fort, weil ich dann mit 20 Zügen gefühlt fahre, um es einigermaßen effizient hinzubekommen. Ja, na gut, mal gucken. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Bin ich echt mal gespannt. Aber das habe ich so auch noch nicht gesehen. Auslastung, ne? Ist der halt, der hat ja noch Kapazität, ne? Ich glaube, die kriegen wir dann einen im Notfall. Alle meine Zuglinien sind rot. Außer die Post Oper zockt zum Übergabebahnhof. Was sagt man da? Heißt. August, mein Betriebsgewinn sagt jetzt minus 10.000.
Darfst du? Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was mehr Sinn macht. Erstmal die maximale Länge des Fluges ausreizen oder einen zweiten Zug drauf. Ein wirtschaftlich ist wahrscheinlich ein zweiter, die volle Ausreizung am besten. Ja. Denke ich jetzt mal, weil du hast nur einmal Kosten von der Lok, ne? Oh, die Power. 12er Länge. Das ist meiner? Ja, wo ist der? Steht im Bar of Rain. Weil da jemand eine Po hingebaut hat, der wahrscheinlich in den Hauptbahnhof rein will und sich die beiden jetzt gegenüberstehen. Nein, weil der andere keine Route mehr hat, weil die kaputt ist.
100% Überladung ist natürlich scheiße. Klein oder was? Habe ich die Züge zu klein gefahren? Mach keinen Scheiß, ich muss die Züge doch noch erweitern. Oh, ich bin schon eine Million im Minus. Gute Voraussetzung, würde ich sagen. Wenn das hier strategisch super, wenn jetzt genau die Industrie spawnt, habe ich gehört. Ja gut, wie gesagt, ich kann halt bis maximal 10,3 Millionen ins Minus. Du kannst bis maximal 13 Millionen ins Minus, weil du hast einen höheren Wert. Aber beziehungsweise das Gesamtvermögen darf nicht ins Minus sein, weil du hast ja noch einen Gegenwert. Aber es ist ja halt trotzdem Kacke. Ich mag diese rote Zahl auch nicht. Erklären, woran das liegen mag. Ihr macht alle gewinnen. Das heißt, da müsste ein Wagen runter. Die sind aber um mit 76%, da kann ich keinen Wagen runternehmen. Lass sie sich erstmal einfahren. Bringst du mit 400 Leuten? 18.000. Geht langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, fange ich an so ein bisschen nervös zu werden. Ich meine, ich habe jetzt 900.000 Minus beim aktuellen Betriebsgewinn. Wären das so ungefähr 2,5 Jahre, bis ich da raus bin. Das wäre richtig mies.
Mann, immer wenn da unten gerade so eine Laufschrift kommt, dann denkt man immer so, ach, jetzt und jetzt. Ach, doch nicht. Felix baut immer noch um. Felix schiebt da wieder ins Depot. Nö, Felix hat so ein Problem gehabt, eventuell. Warum? Ja, weil irgend so ein Idiot sich gedacht hat, ich baue mal normale Signale aus dem Depot raus und baue das Depot so nah ran, dass der Typ sich denkt, oh, dann fahre ich jetzt mal eine Einfahrt zu und fuck den ganzen Hauptbahnhof zu. Das ist jetzt. Ja, der Stau löst sich aber schnell auf. Das einzige Problem daran ist bloß, dass eventuell in Neustrelitz so 1000 Passagiere warten. Was? Deshalb ist es mir auch überhaupt erst aufgefallen, weil da so dezent viele Leute bei den Hauptbahnhöfen stehen. So 900 in Leonberg, so 900 in Lucca. In Wayne, wie steht da? Nichts gefühlt. Oh. Na gut, 375. Aber mach ruhig langsam. Ich habe immer noch 2000 Leute bei dir bei Personenübergabe stehen. Ja, ich bring mal auf 5000 oder so. Ich brauche noch ein bisschen. Das passt. Na, das passt. Passt das? Passt, glaube ich. Ja. Facher passt. Ja, Schilddach passt auch. Bildwerk sollte auch passen, rufe ich doch mal an. Und habe sie eskaliert. 750 Leute drin stehen. Aber sie brauchen. Von da oben fällt halt nicht so viel mit, ne? Ich wundere mich, warum ich nur 16.000 Beförderungen habe im letzten Monat. Ich finde leicht daran, dass noch alles überall drin steht. 16.000 Beförderungen im ganzen letzten Monat? Ja. Dann hatte ich mal mehr zugehabt. Ich hatte nämlich 20.000. Naja, mein höchstes waren 32.000 und das war vor 4 Monaten. Dann ist es mein höchstes war vor 5 Monaten mit 25.600. Na dann. Irgendwie scheint sich der Ausbau bei keinem zu lohnen bisher. Mein höchster Betriebsgewinn war vor 5 Monaten mit 109. Oh. Nein, mein höchster Betriebsgewinn war vor 17 Monaten mit 144.000. Und dann? Traurige ist, Post ist gefühlt trotzdem leer, so, da sind 160 Säcke in Lucca oder so halt. Also im Vergleich zur Person ist halt nichts. Das einzige, wo viel Post drin ist, ist Leonberg mit 560 Säcken. Wobei das auch nicht viel ist, so verhältnismäßig. Und ja. Naja, das sollte sich eigentlich theoretisch gesehen recht schnell wieder zurückbauen. Theoretisch gesehen. Ja, ich müsste jetzt nur mal zusehen, dass ich jetzt mal die 1800 Leute aus dem Übergabebahn noch mal raushole. Das ist halt auch bares Geld. Und da kommen schon die nächsten beiden Züge von hier mit 0 und mit 300. Wie viele Seiten jetzt schon wieder stehen? 300. Post 200 Sekunden auf Felix. Okay. Also euch kriege ich nicht profitabel.
10.000 Verlust. Na, da ist schon besser, da ist schon besser. Muss ich ganz ehrlich sagen, weißt du, was jetzt richtig geil wäre? Ich höre. Industrie, um mal ein bisschen die Finanz wieder auf Vordermann zu bringen. Weil komischerweise bin ich jetzt 1 Million im Minus. Also ist ziemlich immer weiter in die Scheiße. Dabei, oh, Bruttogewinn 95.000 minus. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe doch gar nichts gemacht, aber doch, ich habe ja was gemacht. 160.000 ausgegeben. 2 Millionen? Aber hey, ich meine, ist mein Hauptbahnhof mal so leer, wie er seit langem nicht war. Man muss ja immer das Positive sehen, sage ich dann immer. Ja, definitiv. Definitiv. Ich habe noch was Tolles fürs Folgenende. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.